Der Jugendausschuss vom Kirchentag ist ein Gremium, das sich immer neu wählt nach einem Kirchentag. Es gibt einen Zukunftskongress, auf dem junge Menschen aus allen Landeskirchen zusammenkommen, gemeinsam den letzten Kirchentag auswählen und ihre Vertretung, 6 Menschen, für den Jugendausschuss wählen. Und der Jugendausschuss vertritt eben die Themen und Anliegen von Jugendlichen, die an uns weitergetragen werden, auch vom Zukunftskongress, auf verschiedenen Gremienebenen, in der Präsidialversammlung oder auch mit Gästen im Präsidium. Wir planen am neuen Programm mit und sorgen dafür, dass in allen Bereichen des Kirchentages junge Stimmen, Stimmen von Menschen im jugendlichen und jungen Erwachsenenalter gehört werden. Ich persönlich bin in diesen Jugendausschuss gekommen, dadurch, dass ich aus der Hannoverschen Landeskirche komme und der nächste Kirchentag in Hannover stattfindet und wir uns überlegt haben, dass es richtig cool wäre, wenn auch junge Leute aus Hannover sich da engagieren. Und dann habe ich einfach Lust gehabt, weil mir der letzte Kirchentag super viel Spaß gemacht hat und weil mir super viele Dinge im Kopf herumschwirren, die ich mitnehmen möchte. Und genau deshalb mache ich das. Einfach, weil ich Lust zu habe. Ich glaube, der Kirchentag muss sich bewusst werden dessen, dass junge Menschen nicht von sich aus dorthin kommen, sondern dass man sehr gut gucken muss, wie können wir unsere Veranstaltungen vielfältiger machen, wie können wir attraktiv sein für verschiedene Menschen verschiedenen Alters, verschiedenen Geschlechts, verschiedener politischer oder auch inhaltlicher Ausrichtung und eben ganz bewusst auch jüngere Zielgruppen in den Blick zu nehmen. Wir glauben einfach, dass junge Menschen auch sehr viel zu sagen haben und dass es leider immer noch oft so ist, dass wir nicht gehört werden. Und das so wollen wir natürlich ändern. Aber der Kirchentag ist für junge Menschen eine Mischung aus verschiedenen Dingen, die sie interessieren. Ich glaube, eine Sache oder eine Stärke des Kirchentags ist eine sehr große Veranstaltung. Es wird Gemeinschaft erlebt, in der Nacht der Lichter, in den Tagzeiten gebeten, aber eben auch, wenn man spontan mal eben vor einer überfüllten Halle singt. Das ist ganz viel Gemeinschaft, die auch Jugendliche und junge Erwachsene trägt. Der Jugendausschuss ist grundsätzlich erstmal erreichbar für alles, was Jugendliche und junge Menschen in Kirche und in Bezug auf den Kirchentag beschäftigt. Junge Menschen können sich bei uns melden mit Rückmeldungen zu dem, wie es war, mit Wünschen für Hannover, genauso aber auch mit speziellen Themen, mit Sachen wie: Ich beschäftige mich besonders mit Klimapolitik oder mit queeren Fragen oder mit anderen Themen und ich möchte gerne mitwirken, ich möchte gerne gestalten, ich möchte meine Meinung und meine Position einbringen. Auch mit solchen Dingen kann man auf uns zukommen, genauso wenn man Fragen hat, was ist eigentlich der Jugendausschuss? Ich hoffe, dass der Kirchentag in Hannover Menschen unterschiedlichster Art einfach zusammenbringt, dass Leute allen Alters von verschiedensten Geschlechtern, mit und ohne Behinderung, mit Migrationshintergrund, verschiedenen Kulturen zusammenkommen und einfach den Kirchentag feiern.